Ich hasse ja Feiertage, ne? Also es ist nicht so, dass ich die hasse, aber die kommen mir immer so ungelegen. Vorhin auch wieder. Ich sag hier zu Jessica, ja, nee, dann machen wir das morgen. Sie sagt, nee, morgen geht nicht. Ich sage, wieso, morgen ist Freitag? Nee, morgen ist Ostern. Oh, okay. Ja gut, dann müssen wir es halt Montag machen. Geht nicht anders. Nee, Montag ist Ostern. Ja, stimmt ja. Verdammte Kacke nochmal. Diese gesetzlichen Feiertage, ne? Habe ich null auf dem Schirm. Wirklich. Ich muss mir die auch mal in den Kalender irgendwie nochmal eintragen. Weil ich denke dann immer, ich will dann Termine machen und denke dann, ach scheiße, geht ja gar nicht, es sind ja Feiertag. Deutschland schläft. Oder wie auch immer, ne? Aber so viele Leute freuen sich eben riesig auf den Feiertag. Ne? Sagen, endlich mal wieder nicht arbeiten. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass so viele Leute eben ihren Beruf blöd finden und gar nicht gerne machen. Und da fragt man sich ja, warum machen denn die Leute nicht ihren Traumberuf? Die haben immer so viele Ausreden, warum sie eben nicht ihren Traumberuf machen. Weil von einem Traumberuf, da brauchst du keine Auszeit, ganz ehrlich. Was du liebst, was du gerne tust, da läufst du nicht von weg. Da läufst du hin. Da kannst du morgens gar nicht abwarten, dass die Sonne aufgeht. Klar, ich kann immer irgendwelche Gründe finden, warum etwas nicht geht, ne? Aber ich könnte mir auch gleichzeitig entscheiden, warum etwas geht. Oder mich fragen, wie etwas geht. Ausreden haben die Leute genug. Ja, hier in meiner Region gibt es meinen Traumberuf nicht. Nee, das Beste finde ich ja, ich wüsste nicht, was ich am liebsten mache. Das glaube ich überhaupt nicht. Also wahrscheinlich ist es das, wenn du nach Feierabend nach Hause kommst oder wenn du am Wochenende, das, was du da machst, das wird es wahrscheinlich sein. Höchstwahrscheinlich, ja. Mit womit du dich beschäftigst oder was dich inspiriert oder wie auch immer. Ne? Aber klar, in meiner Region gibt es meinen Traumberuf. Ja, dann zieh woanders hin. Ja, ich habe nicht die Ausbildung für mein. Ja, dann mach die Ausbildung. Ja, meine Familie, die. Eine Familie. Da bin ich mir nicht so sicher. Also will deine Familie wirklich 40, 50 Jahre lang irgendeinen unglücklichen Arsch zu Hause ertragen, der jeden Abend oder, weißt du, jeden Tag mies gelaunt von der Arbeit kommt? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, die meisten Familien wollen, dass jedes Mitglied der Familie glücklich ist. Glaube ich viel eher dran, als dass, wenn man sagt, nee, mach du dein bleib du weiter in deinem Unglück. Gönnen wir dir. Nein, nein, nein. Man entscheidet immer selber, wohin fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich da, wo ich Gründe finde, dass es nicht funktioniert? Oder fokussiere ich mich dahin, wo ich Gründe suche, warum es geht oder wie es geht? Ich muss meinem Kopf ja nur sagen, wie geht das? Dann macht er sich auf die Suche, dann geht er an die Arbeit. Das gehört. Ne? Aber wenn ich dem von vornherein eine Schranke vorsetze und sage, das geht nicht, das will ich nicht, dann sagt er, okay, gut, du bist der Boss.